Guten Abend, liebe Studenten. Wir kommen zum zweiten Teil unserer Lagetippbestimmung. Und wir fangen gleich dort an, wo wir im letzten Teil, also im Block 3, geendet haben. Also nochmal, der berühmte Teil 2, 3, und es ist wirklich der beliebteste und berühmteste Slide mit der Eselsbrücke zu der Lagetippbestimmung. Wenn die 1 und die 3, ihr könnt aber auch die 1 und die AVF nehmen, wenn die 1 und die 3 oder 1 oder AVF zu sich schauen, ist es eine wahre Liebe, eine rechte Liebe. Das heißt, es ist ein Rechtstipp im Slowakischen. Wenn die 1 und die 3 von sich schauen, die 1 liebt die 3 nicht, die 3 liebt die 1 nicht, es ist eine falsche Liebe. Es ist ein Linkstipp, okay? Ein Linkstipp nach dem Amerikanischen und nach dem Slowakischen. Und ein Linkstipp enthält in dem Deutschen nach eurer Klassifikation einen Linkstipp und einen überdrehten Linkstipp. Das heißt, wir wissen jetzt noch nicht, ob es ein überdrehter Linkstipp ist oder nur ein normaler Linkstipp. Okay? Und wir wissen nur, das ist eine Leftward Axis. Und in der letzten Situation sind beide Elektroden schauen in eine Richtung. Also die 1 liebt die 3 nicht und die 3 liebt aber die 1. Und das ist eigentlich eine normale Situation, ein Normtipp. Okay, ein Normtipp. Es kann auch so sein, dass die beiden Elektroden negativ sein können. Ja, das ist dann die letzte Situation, die ihr haben könnt. Wenn die 1 und die 3 negativ ist, das heißt, die 1 liebt die 3, aber die 3 liebt die 1 nicht. Das ist eine extrem seltene Situation. Und wenn ich jetzt eine EKG vor mir habe und ich sehe, die 1 liebt die 3 nicht und die 3 liebt die 1, also die 1 liebt die 3, die 1 ist negativ und die 3 ist auch negativ, beide Elektroden sind negativ, dann ist es meistens, schaue ich meistens zu der Pflege, weil die Elektroden am häufigsten schlecht gelegt sind oder der Patient ist in einer ventrikulären Tachykardie, also der Fokus geht nicht vom Sinus, er geht vom Ventrikel Richtung Basis Cortis, also von Apex Cortis Richtung Basis Cortis, genau umgekehrt. Okay, also ventrikulär mediierte gepaced Beats oder ventrikuläre Tachykardien. Also am häufigsten, wenn die Elektroden in normaler Situation sind, ist es so, dass die 1 liebt die 3 nicht und die 3 liebt die 1, also beide Elektroden sind positiv. Hier ist nochmal die Klassifikation nach dem Deutschen. Wir wissen nicht bei einer Leftward Axis, ob es ein überdrehter Linkstipp ist oder ein Linkstipp. Okay, Leftward Axis heißt, es geht von, ja, ich werde es jetzt gleich pointen, markieren, ist von hier. Das ist eine Leftward Axis. Aha, Left Axis. Leftward Axis. Okay, und das ist eine Rightward Axis. Und das ist ein Normtipp. Okay. Es wird aber auch so klassifiziert nach dem Amerikanischen, dass das nennt man dann auch einen klassischen, einen knappen Linkstipp. Also das gehört eigentlich auch zu dem Normtipp und dann sagt man hier nicht Leftward Axis, sondern Left Axis Deviation. Aber das spielt jetzt keine Rolle. Ihr müsst nur wissen, wir werden jetzt nach dem zweiten Teil genau wissen, ob es ein Indifferenztipp ist, ob es ein Steiltipp ist oder ob es ein überdrehter Linkstipp ist oder ob es ein normaler Linkstipp ist, okay? Da brauchen wir aber noch eine Elektrode, okay? Und wir gehen jetzt gleich zum ersten Beispiel. Also, wir sehen hier ein EKG, das ist eigentlich ein EKG von unserer Klinik geshootet und wir sehen, dass die 1 und die 3, die lieben sich gemeinsam nicht, also es ist sicher eine Leftward Axis. Und jetzt ist die Frage, ist es ein überdrehter Linkstipp oder ist es ein Linkstipp? Okay, und ich werde das jetzt mal ganz prinzipiell markieren, so wie wir es gelernt haben. Wenn die 1 generell positiv ist, das heißt, die elektrische Aktivität muss irgendwo in dieser Halbkugel sein, wenn die 1 generell positiv ist. Wenn sie generell negativ wäre, dann wäre die elektrische Aktivität irgendwo in dieser Halbkugel, irgendwo von der 1 entfernt. Okay? Und so wie stark positiv die 1 ist, so nah geht es eher an die 0 Grad. Weil es kann auch eine 1 geben, die ist positiv auf 5 mm und negativ auf 4 mm. Das heißt, es ist in dieser Halbkugel, aber es ist irgendwo hier oder hier an den Grenzen lokalisiert. Aber wir wissen sicher, wenn sie generell positiv ist, die gesamte Deviation der QRS-Komplexes in der 1 ist positiv, ist es sicher in dieser Halbkugel. Die 3 ist generell negativ, das heißt, hier ist die 3, das heißt, generell negativ heißt, es muss in der entgegengesetzten Spiegelbild-Halbkugel sein, okay? Und da beide Elektroden nicht lügen, ist die Überlappung irgendwo hier, okay? Und das ist eine Leftward-Axis, da gehört ein Linkstipp und ein überdrehter Linkstipp. Gut, aber unsere Aufgabe ist jetzt rauszufinden, ob es ein Linkstipp ist oder ein überdrehter Linkstipp. Okay, weil das wissen wir ja schon, dass es ein nicht wahre, eine falsche Liebe ist, dass es eine Leftward Axis ist. Und da hilft uns gerade die Elektrode 2. Schaut mal, ganz einfach. Die Elektrode 2, wenn die Elektrode 2 positiv ist, dann ist die Deviation
hier. Wenn die Elektrode 2, mache ich mal 2, positiv. Wenn die Elektrode 2 negativ ist, ist die Deviation sicher an dieser Halbkugel. Okay? Ja, und das ist eigentlich auch der Unterschied, weil gerade minus 30 Grad ist der Unterschied zwischen einem überdrehten Linkstip und einem Linkstip, der Cutoff. Hier ist es ein überdrehter Linkstip, in dieser Richtung ist es ein Linkstip. Und gerade die Elektrode 2 kann uns dabei helfen. Schaut mal her, wenn sie nämlich positiv ist, ist es noch in dieser Richtung. Ja, ist es noch hier und der Cutoff wäre irgendwo hier. Gut, aber wenn die 2 negativ wäre, dann wäre es sicher in dieser Richtung, weil der Cutoff der allen drei Elektroden ist in dieser Richtung. Okay, ich mache es mal noch einmal und jetzt nur noch mit der Elektrode 2. Also, das ist unsere falsche Liebe. Die falsche Liebe heißt, es ist von von 30 bis minus 90. Und die Elektrode 2 ist in diesem Fall negativ. Das heißt, es ist in dieser Halbkugel. Das heißt, die Überlappung ist irgendwo hier. Ja, der zwei Elektroden, der zwei Kameras. Das heißt, es ist sicher mehr wie minus 30. Also es gehört schon zu den Linkstip. Wenn die Elektrode 2 positiv wäre, dann, Entschuldigung, so ist die 2. Okay, so. Das ist weg. Das ist 60 Grad, das wäre eine 2 positiv. Wenn die 2, 2 negativ. Wenn die 2 positiv ist, dann ist es in dieser Halbkugel und die Überlappung wäre hier. Und das ist dann weniger minus 30. Und in diesem Fall ist es dann ein Linkstip. Also summa summarum, wenn wir einen nicht wahre Liebe sehen, also eine, die 1 ist, die 1 und 3 lieben sich nicht und wir haben, dann schauen wir uns die Elektrode 2 ab. Wir wissen schon, dass es um einen Linkstip oder einen überdrehten Linkstip handeln soll. Und wenn wir noch die 2 dazu anschauen, dann können wir entscheiden, ob es ein Linkstip oder überdrehter Linkstip ist. Wenn die 2 negativ ist, ist es ein überdrehter Linkstip. Wenn die 2 positiv ist, dann ist es ein Linkstip, normaler Linkstip. Okay, kommen wir zum nächsten Beispiel. Also wir blenden wieder die präkordialen Elektroden ab, weil die interessieren uns gar nicht. Okay? Und in diesem Fall sind wir was? Eine normale Situation, also einen Normtipp. Die 1 und die 3 sind beide positiv. Und jetzt müssen wir entscheiden, ist es ein Indifferenztipp vom Normtipp oder ist es ein Steiltipp? Gut? Und das ist eigentlich ganz einfach. Schaut mal her. Ich nehme mal wieder den Pointer. Die 1 ist hier. Und die 3 ist hier. Und genau in der Mitte von der 1 und der 3 ist gerade die 2. Und das ist die 60 Grad. Und das ist gerade zum Glück so, glücklicherweise so, weil gerade die 60 Grad, die 2, ist der Cutoff zwischen dem Steiltipp und dem Indifferenztipp. Und wenn die beiden Elektroden, weil die 3 ist ja 120 und die 1 ist ja 0, ja, und gerade der Cutoff zwischen ihnen, genau in der Mitte zwischen ihnen ist die 2, die 60 Grad. Das heißt, wir müssen nur, wenn beide positiv sind, 1 und 3, wir müssen nur herausfinden, welche von diesen Elektroden eine größere Deviation, Positivität zeigt. Wenn die 1 mehr positiv ist, dann geht es sicher mehr von der Mitte in diese Richtung. Wenn die 3 mehr positiv ist, die Amplitude ist höher, dann geht es von der Mitte in diese Richtung. Also es ist eigentlich ganz einfach. Okay? Die 1 und die 3 sind positiv und dann einfach nur schauen, welche von denen ist größer. Weil gerade in der Mitte zwischen der 1 und der 3 ist der Cutoff für den Steiltipp und den Indifferenztipp. Und das sind die 60 Grad. Okay? Und dann nur schauen, wenn die 3 höher ist als die 1, dann geht es sicher von der Mitte mehr in diese Richtung. Und das ist dann ein Steiltipp zwischen 60 und 90. Wenn die 1 aber größer ist wie die 3, dann geht es sicher von der Mitte in diese Richtung. Und das ist dann ein Indifferenztipp. Okay? Also, wenn ihr Fragen habt, bitte in die Kommentare reinschreiben. Ich werde es dann versuchen, natürlich noch etwas anders zu erklären, wenn es nötig sein wird. Okay, hier haben wir noch eine Situation. Wieder Präkordialelektroden müssen wir abblenden, weil die interessieren uns nicht. Und hier sehen wir wieder eine Situation. Die 1 und die 3 sind beide positiv. Okay? Also, und jetzt die Frage: Ist es ein Indifferenztipp? Es ist sicher ein Normtipp. Ist es ein Indifferenztipp oder ist es ein Steiltipp? Gut, schauen wir doch einfach die Amplituden der Elektroden 1 und 3 an. Also, gerade hier ist die Mitte und wenn die 1 größer ist als die 3, dann geht es sicher von der Mitte in dieser Richtung. Also, die 1 ist größer als 3? Ja, also ist es ein
indifferenztipp. Okay? Vorher hatten wir eine Situation, wo wir 1 und 3 positiv hatten, aber die 3 war größer wie die 1 und daher war es ein Stahltipp. Diesmal ist die 1 größer wie die 3 und deswegen ist es ein Indifferenztipp. Okay? Also jetzt nochmal summarum zu dem basalen Slide. Wir sehen das EKG und wollen den Lagetyp bestimmen. Gut, schauen wir die Elektroden 1 und 3 an, okay? Wenn die 1 und die 3 zu sich guckt, dann ist es ein Rechtsdip. Punkt. Schreiben wir Rechtsdip. Punkt. Fertig. Wenn die 1 und die 3 in entgegengesetzte Richtungen guckt, dann schreiben wir noch nichts. Aber wir wissen, es handelt sich entweder um einen Linksdip oder um einen überdrehten Linksdip. Ja, und das unterscheiden wir anhand der Elektrode 2. Und ich klebe das hier mal das hier so rein, der Elektrode 2. Ja, dann schauen wir auf die Elektrode 2. Wenn die Elektrode 2 negativ ist, bei diesen Elektroden, die 1 ist positiv, die 3 ist negativ, also beide gucken von sich, und die 2 ist auch negativ, dann ist es ein überdrehter Linksdip. Okay, wenn die Elektrode 2 positiv ist, dann ist es ein Linksdip. Okay, also wir sind in dieser Situation, wir schauen auf die 2, wenn sie negativ ist, überdrehter Linksdip. Wenn sie 2 positiv ist, ist es ein Linksdip. Und die Erklärung habe ich euch gerade in den EKGs dort gezeigt, warum das so ist. Und jetzt sehen wir eigentlich die basale, normale Situation, wo beide Zacken positiv sind, weil die andere, wo beide Zacken negativ sind, ist sehr selten, ist extrem selten. Also jetzt ist es entweder ein Stahltipp. Wenn wir diese beiden Elektroden so sehen, dann ist es entweder ein Stahltipp oder ein Indifferenztipp. Okay? Und der Unterschied ist eigentlich nur zwischen der Amplitude, zwischen der 1 und der 3. Wenn die 1 größer ist als die 3, dann ist es sicher weniger wie 60 Grad und das heißt, es ist ein Indifferenztipp. Wenn die 1 größer ist als die 3. Okay? Und ein Stahltipp ist genau die umgekehrte Situation. Okay? Und nochmal zum Schluss dran denken, eine extreme Achse ist eigentlich die letzte Variante, die ihr sehen könnt, ist, wenn die 1 und die 3 negativ sind beide. Und das ist eine extreme Variante. Sie zeigt nur, wenn die ventrikuläre Pacing da ist, also der Fokus kommt von Ventrikeln und geht nach oben von Apex auf Basiscordis, ventrikuläre Tachykardie, ventrikulär mediate ektopische Beats. Aber am meisten, wenn ich jetzt ein EKG anschaue und ich sehe, die 1 liebt die 3 und die 3 liebt die 1 nicht, das heißt 1 und 3 sind negativ, dann schaue ich am ersten erstmal zu der Pflege, weil die Elektroden sind am häufigsten erstmal falsch gelegt. Also das war der zweite Teil der Lage-Tippbestimmung und ich wünsche noch einen schönen Abend. Goodbye.